Ja. Du bist immer noch gelähmt? Schön, schön. Das dürfte dann kein Problem werden. Die Lähmung scheint recht lange anzuhalten. Also die Stäbe lohnen sich auf jeden Fall. Das müssen wir uns merken. Also wenn wir wieder ein bisschen Gold zusammen haben, könnten wir davon vielleicht noch ein, zwei holen. So. Karl muss geheilt werden. Aber das ist doch schon ein bisschen interessanter. Die Kämpfe erinnern mich jetzt schon ein bisschen mehr an Baldur's Gate 2. Wo man wirklich die richtigen Zauber wählen muss, im richtigen Moment an der richtigen Stelle stehen, sonst kann alles ganz schnell in die Hose gehen. Und dadurch wird es für euch vielleicht auch ein bisschen interessanter. So, und hier war immer noch eine zweite Leiche. Ne, die hat nur Gold dabei, ne? Na gut, dann schauen wir doch mal weiter. Ah, wirklich gut gesichert durch diese kleinen schmalen Pfade nur, oder Brücken. Eine Armee könnt ihr schon mal nicht durchstaffeln. Ist das hier der Burggraben? Das schaut so aus, ne? Das heißt, hier müsste noch irgendwo die Zugbrücke kommen. Müsste, aber... Hm. Wie groß ist denn die Karte? Nicht allzu groß. Also so groß wie die anderen alle auch. Oh, war das da der Eingang? Ah, da ist ein Eingang, aber ich denke nicht, dass man da durchkommt. Na gut, gehen wir einfach weiter. Da lang. Und schön am Burggraben lang. Auch wenn das von uns wahrscheinlich erwartet wird. Wir müssen uns ja jetzt in einen verrückten Zwerg reinversetzen, der seine Burg verteidigen will. Wir müssen ihn austricksen. Also gedanklich. Heißt, wir sollten nicht immer das Offensichtlichste machen. Und du solltest dir mal angewöhnen, nach Fallen zu suchen. Dafür schieben wir dich auch ein bisschen weiter nach vorne. Sonst siehst du ja nichts. So. Auch wenn Gerogon eh immer vorläuft. Du bist der Dieb von eben? Wie hast du das gemacht? Es wird aber auch Zeit, dass ihr hier eintrudelt. Länger warte ich nicht mehr. Die anderen sind bereits drin. Die anderen? Okay. Wenn ihr mir jetzt nicht folgt, seid ihr selber schuld. Denn Geld zurück gibt es nicht. Die Führung wird wegen euch nicht später anfangen. Also los geht's. Hm. Oder war das andere nur ein zufälliger Händler, der am Anfang stand? Naja. Aber hier scheint es ja noch ziemlich sicher zu sein, wenn er einfach so rumtapselt. Wie auch immer er an den Düsterschrecken vorbeigekommen ist. So, du hast was zu sagen? Seht, wie der Turm drohend vor uns aufragt, während wir uns nähern. Noch nie zuvor und auch niemand und auch nie danach werdet ihr so etwas sehen. Wir werden noch viel abgefahrenere Sachen sehen, vertrau mir. Ein Monument für den Triumph eines Mannes und seine Narretei. Der Turm und das Labyrinth darunter wurde vor vielen Jahren vom Zwergenheld Durlak Donneraxt erbaut. Ja, das haben wir von einem seiner Nachfahren schon gehört. Es sollte das Heim für ihn und seinen eigenen Clan werden. Seine enormen Reichtümer sollten ganze Räume eingenommen haben, angeblich hüfthoch gefüllt. Die Reichtümer, die er angesammelt hatte, sollten seinen Clan Rückhalt bieten. Doch letztendlich führten sie zu seinem Fall. Ja, wie das meistens so ist mit viel Geld oder viel Macht. Hm? Tretet näher! Tretet ruhig! Okay, schauen wir uns noch kurz hier um. Also er scheint recht zuversichtlich zu sein in seiner Führung. Deswegen gehe ich davon aus, dass er uns nur in Räume führt, die auch wirklich schon längst geplündert sind, wo keine wirkliche Gefahr droht. Denn wird wahrscheinlich irgendwas schief gehen und dann kommen wir in die gefährlichen Bereiche. Aber schauen wir doch mal. So, er ist einfach hier rein verschwunden. Gerogon. Ah, das sind dann wohl die anderen. Alle ohne Rüstung, ohne Waffen, so ist es richtig. Hm? Da geht's runter, da geht's hoch. Was ist jetzt gefährlich? Der Turm oben oder das Labyrinth unten? Ich denke mal, Labyrinth ist gefährlicher. Hm? Ja, wir treten ja schon näher. Die Geschichte dieses Überflusses macht ihren Weg über das ganze Land und die unangenehmsten Gestalten versuchten, den Turm zu erobern.
Sämtliche Freunde und Verwandte von Durlak wurden durch Doppelgänger ersetzt und schließlich war er gezwungen, die Gestalten jener zu töten, deren er am nächsten stand, um sich selbst zu retten. Wer unter euch könnte so etwas ertragen? Schließlich vertrieb er sie aus seinem jetzt düsteren Heim und schwor, dass so etwas niemals wieder geschehen darf. Und wo willst du hin? Ah, da geht's auch nach oben. Jo, Imoen, geh mal ran da. Der wird schon auf uns warten. Tretet näher, tretet ruhig näher. Ja, 4 Goldmünzen. Aber komisch, dass das nicht schon alles geplündert wurde. Obwohl, vielleicht sind das die Utensilien von dem Reiseführer hier. Naja. Tretet näher, tretet ruhig näher. Durlak brachte magische Schlösser an den Eingängen zu seinem innersten Refugium an. Um sie zu öffnen, benötigt man Schlüsselsteine. Zweifellos seid auch ihr schon von skrupellosen Händlern angesprochen worden, die echte Schlüsselsteine für den Turm verkauften. Bisher nicht. In der Tat, ich selbst habe mehrere davon. Doch das sind einfache Schmuckstücke für die Vitrine. Es gibt einige wenige echte Schlüsselsteine, doch sie sind selten und teuer. Okay. Also wir sollten die Augen offen halten nach kuriosen Gegenständen, die vielleicht ein Schlüssel sein könnten in einer Form. Also vielleicht sowas wie ein Handschuh oder dergleichen, der dann magisch verzaubert ist, dass er was öffnet. Ja, ja, wir treten näher, ganz ruhig. Ich sehe schon, er will seine Tour möglichst schnell beenden, damit er sein Gold hat und abhauen kann. Jene, die durch die Schutzwelle hindurchkamen, sahen sich mit den Auswüchsen der Paranoia konfrontiert, die Durlak auffraß. In seinem Wohnzimmer allein befindet sich einige der teuflischsten Todesfallen, die man sich vorstellen kann. An der Wand befand sich ein Bild, das, bevor es aus seinem Rahmen gerissen wurde, jene, die es ansahen, auf der Stelle und für immer und ewig versteinerte. Seht euch nur diese unglückliche Seele an. Das ist ein Skelett. Der wurde nicht versteinert, der ist tot. Haben wir noch eine Schriftrolle, um zu entsteinern? Ne, schaut nicht gut aus. Das hier ist immer nur Schutz gegen Untote, Blitz und Feuer. Ja, schade. Aber davon kaufen wir auf jeden Fall noch ein, zwei. Allein schon, um zu gucken, ob das Skelett dann noch irgendwie lebensfähig ist. Oder was dabei hat. So. Aus diesem Stuhl schoss, sobald sich jemand darauf setzte, ein gar fürchterlicher Stachel in die untere Region des Sitzenden. Stellt euch die grauenvolle Überraschung vor, die der Unvorsichtige erlebte. Durlak unternahm noch nie dagewesene Anstrengungen, Eindringlinge fernzuhalten. Wir werden hier eine kleine Pause machen, bevor wir weitergehen. Liebe Leute, bitte zu eurer eigenen Sicherheit fasst nichts an. Nichts berühren und kein Geld zurück. Ja, fasst nichts an, darauf hört Imoen gar nicht. Aber hier scheint es nichts anzufassen zu geben. Was ist hier? Kleine Schlafkammer oder so? Also bisher ist es ja noch recht beschaulich von der Größe. Aber wahrscheinlich ist es unten wesentlich größer. Oben ist ja nur begrenzter Platz. Also die Karte kann ja nicht größer sein als der Turm außen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Außer er war wirklich sehr, sehr mächtig und hatte irgendeine Form von Raumkompression. Das wäre natürlich auch schick. Aber ich denke mal, so weit werden sie hier nicht gehen. Das ist hier immer noch Levelbereich 6 bis 9 oder so. Da kommt man an solchen Schnickschnack noch nicht ran. So. 2 Goldmünzen. Und was haben wir da? Ein Dolch. Ja, nee. Tretet näher! Tretet ruhig näher! Ja, Gerogon spricht ihn schon mal wieder an. Oha. Ihr solltet in diesem Turm sehr vorsichtig sein, sonst endet ihr noch wie dieser unselige Tourist und verbrennt bei lebendigem Leibe. Ich möchte gerne einen Moment mit euch reden, denn ihr seid anders. Ja, wir sind ausgerüstet. Ich sehe, dass ihr mit diesem überzogenen Unsinn, den ich den meisten Leuten erzähle, nicht abkauft. Der Blick in euren Augen besagt, ich glaube nicht an Gefahren, ich weiß nicht, was Furcht bedeutet, und ich werde dorthin gehen, wo kein vernünftiger Mensch je hingehen würde. Ich glaube, ihr seid genau das, was ich brauche. Ich habe einen der wahren Schlüsselsteine für diese Verliese unten. Doch bin ich bei Weitem nicht mehr der Narr, der ich einmal war. Für läppische 300 Goldmünzen könnt ihr ihn haben, unter der Voraussetzung, dass ihr ihn mir zurückgebt, wenn ihr keinen Erfolg habt.
Er hat gerade gesagt, dass Leute Fälschungen verkaufen. Hat er sich dadurch versucht, sympathischer zu machen, um seinen zu verkaufen vielleicht? Naja, es sind nur 300 Goldmünzen. Das ist mehr als gerecht. Ich nehme ihn, mein Herr. Und werde es diesen Verliesen schon zeigen. Das sind gute Neuigkeiten. Für uns beide. Ja, verständlich. Ich weiß nicht, wie weit man mit dem Schlüsselstein kommt. Aber es sollte mindestens 3 Stockwerke nach unten gehen. 3 Stockwerke. Okay. Viel Glück. Und vergesst unsere Abmachung nicht. Ihr geht besser und rüstet euch aus, während ich zu meiner Arbeit zurückkehre. Was im Namen der Götter ist das? Der Tod heißt euch willkommen. Ein Todesritter. Hallo Sterbliche, der Tod heißt euch willkommen. Hier ist nun mein Reich. Alle Fremden werden fallen oder fliehen. Die Führung ist beendet und der Turm geschlossen. Alle, die eintreten, werden umkommen. Alle, die eintreten, werden leiden. Das sage ich und ihr tut gut daran, richtig zuzuhören. Die Führung ist beendet. Ich sag ja, irgendwas Schlimmes wird passieren. So, das ist aber ein Gambion. Also heißt, glaube ich, die Dämonenart. Und die sind garstig. Also gleich möglichst viel Schaden drauf. Das da. Und Krieger alle einfach drauf kloppen. Oh. Ich sag ja, die sind garstig. Ich habe ein ungutes Gefühl. Er muss schnell sterben. Du Heiltrank. Du hast keinen Heiltrank. Du brauchst keinen Heiltrank. Du haust drauf. Moment, stell dich mal dahin. Düner hier geht Abstand. Du machst nochmal deinen Stab. Ihr werdet alle sterben. Der hat 2 geschmissen. Düner hier weg da. Dimensionstor? Ja. Das Gerät ist auch schon kaputt gegangen. Und er scheint sich wohl ganz weg teleportiert zu haben. Also nicht irgendwo hier nebenan, sondern ganz aus dem Gebiet. Es war wohl so eine Art Vorstellungsrunde, wenn man so sagen würde. Wir treffen ihn anderswo nochmal. Na gut, der Führer ist tot. Die ganzen Touristen sind tot. Und das Skelett ist tot. Wir haben es gerade noch so überlebt. Naja, gucken wir mal kurz, was er hier dabei hatte. Ja, unser Gold. Den Schlüsselstein. Schlüsselstein. Wir haben keinen Identifikationszauber. Ja. Okay. Ein kannst du lernen. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier rasten können. Weil wenn nicht, wäre das schon ganz schön ärgerlich. Oh, und speichern könnten wir auch mal. LP 66 Addon. Nicht Addon.